Hallo und gute zu einer neuen Ausgabe von Schokibanoki Night Shift. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen heute hier bei Night Shift. Das ist der Pujan. Ich bin der Christian. Und heute reden wir über Zugfahren. Jawohl. Ja, bist du schon mal Zug gefahren? Ja, dir auch einen guten Tag. Wie geht's dir so? Hä? Willst du jetzt erstmal ja, diesem... Ja, nee, die ganze Höflichkeitsfloskel können wir sparen. Wollte ich gerade sagen, dieser gesellschaftliche Konvention... Direkt, doch, das war Schokibanoki. Ja, hier. Ne? Nein, wir reden heute über Zugfahren. Zugfahren, ja. Pass auf, Zugfahren. Bist du schon mal Zug gefahren? Ja. Genau. ICE, dieser schnelle Zug. Also nur mitgefahren. Mitgefahren, genau. Selbst gefahren noch nicht? Nein. Okay. Ich habe schon mal in der S-Bahn vorne in der Kanzel gesessen. Ja. Okay. Wir reden aber nicht über S-Bahn, zu langsam ICE. Wofür steht ICE? Intercity Express. Intercity Express. Junger Mann, ja, Stuttgarter Bahnhof, so, okay. Ja, räumt sein ganzes Geraffel in den Zug und sagt, hier, hab noch einen Moment Zeit, ich geh mal rauchen. Ne? Steht draußen, John Wayne mäßig, schnickst die so weg und sieht im Wegschnicken, wie der Zug losfährt. Ja. Und er denkt sich, da habe ich ja noch eine Zeit für noch mehr Kippen. Da kriege ich auch das Päckchen. Nein, der junge Mann, wertvolles Geschenk für seine Freundin, in dem Koffer. Ja. Und denkt sich, ich muss irgendwie auf diesen Zug. Und springt auf diesen Schubwagen. Ach und, Quatsch. Und dem letzten Waggon, wo Passagiere sitzen, drauf, hält sich mit einer Hand fest und fährt von Stuttgart bis Vaihingen. Blödsinn. 21 Kilometer. Draußen, bei dem Wetter. Dann hinkt er da, also ja. So ein ICE ist ja auch richtig schnell. Ne? Ja. Ich kann mir das so vorstellen, er so drauf, ICE fährt los und dann, je schneller der ICE wird, wie so ein Fuchsschwanz fängt dann an. Blatter, 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 blatter. Ich glaube eher, ihm ist dann, also die genauen Witterungsverhältnisse kann ich jetzt nicht, okay. Aber vielleicht ist ihm auch so einfach so das Gesicht gefroren, so in dem... Aber da ist doch, also wenn man Cabrio lebt, ja. Dann hat man ja meistens hinten so eine Zwischenwand, mhm. Die direkt hinter dem Fahrer und ja. Dem Beifahrer ist, ja. Damit der Wind nicht von hinten ja. Reindrückt. Mhm. Das heißt also, durch diese Geschwindigkeit hat es von überall gedrückt. Kannst du ja auch von hinten sozusagen auf den IC gedrückt haben. Ja. Und das würde heißen, dass er dann so dahin hingefahren ist. So. Mag alles sein. Ja. Auf jeden Fall kam ein Feigen an. Großaufgebot der Polizei, weil das ist nicht erlaubt. Haben sie nicht erstmal mit dem Eiskratzer abgemacht? Genau. Warten wir, sie stellen sich kurz zum Auftauen aufs Gleis. Ist nein, krass. Ja, die Cops haben ihn dann, also fanden das gar nicht so lustig. Okay. Eingriff in den Schienenverkehr, volle Programm. Er hat auch noch erkennungsdienstliche Erfassung. für überall, wo er reingegriffen hat, ja, volle Ärger am Hals. Und warum? Wer war wieder schuld? Frauen. Nein. Weil er das wertvolle Geschenk nein. Im Koffer hatte. Nein, nein, nein. Und dem jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für willst den jetzt einen kleinen Frauenversteher machen? Nein. Okay, gut. Wenn man sich das mal anschaut, wie oft die Bahn tatsächlich pünktlich fährt, dann war es ja auch nicht, dann konnte er nicht davon ausgehen, dass er mit seiner Zigarette den Start der Bahn sozusagen, gute den Argumentation, des ICEs, ja. Verpasst. Kann ja keiner rechnen, dass die mal pünktlich fahren. Wenn jemand all die Jahre lang schreibt, um 12 Uhr fährt die Bahn und die Bahn fährt aber immer erst um 1:15 oder um 12:30 oder so. Dann rechnet er das auch ja um in Zigarettenzeit. Automatisch. Ja, ja. Ja. Und dann kannst du so einen armen Kerl ja auch nicht einen Strick draus drehen. Wie lange haben wir noch? 3 Zigaretten. Genau. Ja. Stimmt. Nee, so habe ich es noch gar nicht gesehen, Pujan. Pujan, ja. Danke, dass du mir die Welt so erleuchtest. Hey, kein Problem. Hey. Mach ich doch gerne. Was ist denn das hier eigentlich hier vor uns, was sich da so dreht und mich so anlächelt? Ein zerdelltes Ei. Hat es das in der Hosentasche die ganzen Jahre? Was soll ich sagen? Wurde halt beansprucht. Oh, okay. Lass mich raten, wenn deine Eier so aussehen, war es das mit den Kindern, oder? Also überleg mal, du hast so eine. Gehen wir da jetzt, wenn man so eine Delle da drin hat, ja. Ich weiß gar nicht. Ich möchte es jetzt auch nicht anfassen, das Zerdelte, weil ich möchte ja nicht mit meinem. Ganz warm und weich. Möchtest du dir so ein Stück zerdeltes Ei nehmen? Du willst, dass ich dein Ei in deinen Mund nehme? Was? Wie bist du denn drauf? Kannst du mal dein Stück Ei mal lecken? Ich drück so hoch, dann kannst du. Ja, du drückst einen Scheißdreck. Komm, auf, nimm das jetzt. Ich will aufbauen. Na gut, aber nur ich für doch, euch. Ich will doch gar nicht die Schokolade. Ich will doch gar nicht die Schokolade, ich will doch aufbauen. Los, nimm. Au, das Helle war mein Finger, Mann. So, also, pass auf. So, was haben wir hier? Ach, geil, hier, guck mal. Wie passend, eine Sascha-Figur. Ein Äffchen. Nach Blut, das Ei.
Dann guck mal hier, eine Sascha-Figur. Was ist denn Sascha? Ja, ein Äffchen. Sascha ist ein Äffchen? Äffchen, ja. Oh, warte mal, der Schwanz hängt falsch rum. Ja, dann weiß ich, welchen Sascha du meinst. So, das gibt's doch gar nicht hier. Und das Äffchen drückt das Knöpfchen. Ja, und jetzt, wenn man den Schwanz nach hinten macht, dann passt es auch, glaube ich. Das ist scheiße süß, dieses Überraschungsei. Echt? Okay. Guck mal, das passt überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht früher gemacht. So, einmal. Möchtest du die andere Hälfte deines Äffchen? Nein, bitte, nein, nehmen? Danke. Das hast du schon angelegt. So. Ich stelle das Äffchen hier vorne drauf. Zack. Was sind das für ein Äffchen? Moment, kann ich dir genau sagen. Steht in der Beschreibung. Das sind die Natuns. Ich meine, welchem reellen Äffchen aus der Natur ist das nachgebildet? Das ist ein Rhesusäffchen. Rhesus negativ, Rhesus positiv. Oder? Ich kenne die Einstellung von dem Äffchen nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Ist das Äffchen, er sieht jetzt recht positiv aus. Guck mal, ist das Äffchen, wo das Glas immer halb voll ist oder halb leer? Das ist doch das ist ein positives Äffchen. Also es sieht nicht depressiv aus. Ja, guck mal, und auch wenn er jetzt so, ihr könnt ja auch mal gucken hier vorne, guck dir mal jetzt mal in die Augen. So sieht kein depressives Äffchen aus. Also das Schwänzchen erinnert mich wirklich an. Ist echt noch. Ja? Ja. Sind wir durch für heute? Oh, du hast noch hier ein bisschen Schokolade. Nee, lass mal. Oh, nee. Boah, nicht so enden wie du. Am Ende wachsen mir Haare auf dem Kopf. So, wir sind durch. Schon über noch die Nightschiff. Puja, Christian, sagen. Ciao. Ciao. Scheiß Schokolade. Ich hasse die Schokolade. Ich mag die überhaupt nicht. Süß. Die ist. Oh. Du kannst ein Diabetiker leben, ehrlich. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.